Aufstehen. Frierst du ja. Und unterm Bett, unter der Decke ist es ja richtig warm. Deswegen fühlt man sich da auch so wohl. Deswegen, wenn man schon merkt, keine Ahnung, wenn man so merkt, man wird wach und streckt dann so das erste Mal so seinen Arm raus. Und so, oh Gott, ist das kalt. Ah nee, ich bleib lieber liegen. Das ist ganz fatal, vor allem im Winter, wenn man im Winter zur Uni muss und dann halt eh aufsteht, wenn es draußen noch dunkel ist. Wenn dann da der Wecker klingelt. Im Sommer ist das alles kein Problem, weil da ist es hell draußen. Da klingelt der Wecker, du schaust und meinst du, oh, schönes Wetter, Sonne scheint. Im Bett ist es eh schon saumäßig warm. Das sind dann also die Momente, wo du dir wirklich auch mit dem Aufstehen relativ leicht tust. Von der Neusiedler See jetzt auch. Da muss ich jetzt natürlich der Fairness halber auch sagen, dass wir da von Haus aus sehr spät aufstehen. Am Neusiedler See. Aber das ist ja auch so. Da scheint es ja von draußen schon direkt richtig hell rein. Es ist allgemein saumäßig warm da drin und dann tut man sich auch mit dem Aufstehen von Haus aus schon mal so unglaublich leichter. Das hätte auch tot sein können. Alter Gott, ist das ja dunkel. Das muss ich mir unbedingt merken. Also hier später mal. Da müssen wir unbedingt mal reingehen, wenn hier oben alles fertig ist. Und dann vielleicht sogar, ich weiß es nicht, ob das möglich ist, aber von hier oben, ob man dann nicht hier so durch den Wald so ganz kleine Schlitze macht und dann hier unten so einfach so eine gigantische Landschaft, die von ein paar Ecken von oben beleuchtet wird. Boah, das wäre geil. Das Haus wollte ich, glaube ich, auch schon immer mal bauen, aber noch nie die Motivation dazu gefunden. So ein künstlicher hohler Berg, den du von innen quasi besichtigen kannst. Und dann alles so ein richtiges Dickicht ist. Das müsste man dann aber hier machen und dann halt auch so Laub von oben runterhängen lassen, so so Blätterblöcke. Das ist aber alles erst eine Sache für später, weil momentan kann man das nicht umsetzen, weil ja Laub despawnt, wenn kein Holz dran ist und lauter solche Scherze. Und es gibt ja noch nicht mal Scheren, mit denen man das Laub theoretisch von den Bäumen holen könnte. Das ist das Problem, wenn man jetzt anfängt, so in den Alpha-Versionen zu spielen und in der Beta, wo du halt dann Sachen, wo du schon weißt, dass später mal Sachen gehen, die an diesem und jenem hier so unglaublich gut aussehen. Nichts anderes mache ich ja gerade mit den Pistons. Ich bereite etwas vor, was in dieser Version eigentlich total kahl ist, weil früher so, wenn das jetzt wirklich so aufgenommen wäre, wie die Version draußen war, also das wäre jetzt hier, glaube ich, 2011 irgendwann, würde ich jetzt so stecken. Irgendwo in 2011, in der Beta. Das ist noch 3, 4 Monate bevor Pistons überhaupt kamen. Der dann noch nie, also da gab es halt den Mod. Hätte man das vielleicht gemacht, wenn man den Mod hat. Was ich jetzt natürlich jetzt nicht habe. Und die Pistons waren ja ein Mod. Mittlerweile sind die Pistons mit die grundlegendsten Dinge von Minecraft. Wo man schon das Gefühl hat, das war doch schon mit Sicherheit von Anfang an dabei. Was im Falle Schienen tatsächlich ja stimmt. Ich meine, die Rails, die Minecraft-Rails, die waren ja wirklich von Anfang an schon im Spiel mit dabei. Auch wenn man im Moment noch nicht sehr viel damit anfangen kann, weil das Problem ja ist, wie kommt man vorwärts? Es gibt ja die Antriebsschienen noch nicht. Die aus die mit Gold. Die gibt es ja noch nicht. Die kommen erst viel später. Ich weiß jetzt nicht mal, wann die hinzukommen. Aber jetzt sind sie noch nicht da. Obwohl, vielleicht sind sie auch schon da und ich weiß es noch nicht. Nee, die kamen. Also eine 1, 2, 5 gab es sie schon, das weiß ich. Aber wann die ins Spiel reinkamen, du keine Ahnung. Das ist ja das Tolle, man sieht hier nach und nach, was alles reinkommt. Das ist echt faszinierend. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass es so früh schon die Alpha-Bäume gibt. Wie man jetzt hier unten sehr schön sehen kann. Und ich hätte auch nicht gedacht, weil es mir früher irgendwie nicht so vorkam, dass es tatsächlich so viel Zeit zwischen
Fichten, Birken und Eichen. Und dann Dschungel gibt. Das ist ja gefühlt eine Ewigkeit. Ich dachte eigentlich, die wurden so ziemlich zeitgleich angeführt. So 2-3 Monate versetzt, aber auf den Dschungel warten wir noch sehr lange. Das kann ich schon mal sagen. Und das, was man jetzt hier sieht, wird dann übrigens quasi der untere Teil. Und dann dahinter wird jetzt dann so ein Hügel anfangen. Wird dann immer so ein Stückweise leicht nach oben gehen. Und da kommt dann irgendwann der Scheitelpunkt und dann geht es hier auf diese Berge wieder runter. Damit man eben, wenn man so vorvor steht, denkt man, ah ja, das ist hier so natürlich reingebaut. Auch wenn man spätestens das hier oben so eine kleine Platte dazwischen ist, wo ein Weg läuft, weil man es da eigentlich merken müsste, okay. Das ist doch alles etwas zu passend dafür, als dass das natürlich sein soll. Aber naja, das ist ja egal. Wird später eh nicht mehr auffallen, weil hier oben hoffentlich. Also ich weiß nicht, was ich später mache. Kann auch sein, dass ich so in 1-2 Jahren hier alles total wieder umbaue. Und hier, keine Ahnung, ein Schloss hinpacke oder sowas. Die Stelle. Würde sich auch. Naja, würde sich eigentlich nicht anbieten, weil die Burg so nah dran ist, ne? Schloss wäre hier schon ziemlich blödsinnig. Ja, was weiß ich. Also ich kann mir vorstellen, dass hier einiges reinkommt. Was meinen jetzigen Vorstellungen überhaupt nicht. Wo ich jetzt nicht dran denken würde, dass ich sowas mal bald hier reinbauen würde in dieser Welt. Ich denke, ah ja, hier oben, ja, hier passt doch schon mal eine Großstadt hin. Lass mal eine Großstadt bauen. Zu New York. Genau dahin. Dann ist das was. Oh, hoppala, da unten ist ja alles. Das ist ja schon eine künstliche Ebene. Kann sie nicht einfach die Berge abtragen von. Wird vielleicht passieren, keine Ahnung, sehen wir mal. Sehen wir mal, was die Zeit so bringt. Ich hoffe nicht, dass ich, dass das mir passieren wird. Okay, allgemein hoffe ich auch nicht, dass ich auf die bescheuerte Idee kommen werde, New York nachzubauen oder irgendetwas Vergleichbares in dieser Ordnung. Das wäre nämlich echt krank. Was heißt krank? Allein ein größeres Bauwerk in Originalgröße nachzubauen ist schon, ja, furchtbar. Allein weil Nachbauen schon ätzend as fuck ist. Da muss ich nämlich immer nachgucken, ja, wie geht jetzt das, was muss dahin, wieso, bla, wie, blub, das ist sehr ätzend und du musst halt wirklich auf alles penibelst achten. Und es ist etwas, was ich jetzt nicht so gern mache, sage ich mal, ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als eine Vorlage abbauen zu müssen. So 1:1. Vor allem, wenn es relativ groß wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so sage, ja, Google Earth. Gibt es diese schönen kleinen 3D-Modelle und da sag ich mal, muss ja gar nicht so groß sein. Da reicht ja auch was relativ Kleines, was schon so, was sich schon an den Rand des Wahnsinns treibt zum Nachbauen. Muss ja nicht gleich der Stephansdom oder Petersdom oder sowas sein, weil der Stephansdom noch ziemlich klein ist eigentlich. Der ist nur 120 Blöcke groß, also lang. Habe ich nämlich schon mal als Grundriss probiert, aber der ist bis auf den Grundriss und das Tor am Anfang nicht fertig geworden. Da war schon wieder keine Fichte dabei, ich weiß nicht. Ich habe langsam das Gefühl, dass es keine Fichtensitzungen gibt, aber ich bin mir echt relativ sicher, dass ich schon welche habe. Deswegen bin ich jetzt irgendwie leicht verwirrt, was Setzlinge anbetrifft. Bin ich tatsächlich leicht verwirrt gerade. Ja. Gut. Ich. Werde dann noch mal ganz kurz weg sein. Bis gleich. So. Dann kann es auch wieder weitergehen. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ich glaube, ich wollte, ja, ich könnte mir einen neuen Dirt holen von unten. Und auch bei der Gelegenheit eventuell auch das Bett mitnehmen.
weil uns das jetzt an dieser Position, wo es gerade steht, eh nicht viel bringt. Na gut, ich lasse es da jetzt erstmal. Gut, da oben ist immer noch ein braunes Sch. Also hier sind echt alle. Grau fehlt. Graues Schaf fehlt. Ich nehme jetzt hier übrigens auch mal das Holz mit. Weil ich davon fast ausgehe, dass ich da oben noch eine kleine Hütte hinstellen werde. Gut, mehr Dirt passt da jetzt nicht ins Inventar rein. Dann gehen wir wieder mal hoch. Gut. Ich überlege gerade noch, wo ich die Hütte denn am besten dann hinbauen soll. Ja, ist ja gut. War der mal hier in der Höhle? Die Aufschüttungen beginnen doch erst ab da vorne. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich wirklich leicht verwirrt. Nun ja gut, jetzt muss ich erstmal überlegen, wo ich denn hier am besten die Hütte reinbaue, wenn ich dann eine reinbaue. Also da oben auf den Hügel kommt da auch kommt ein Aussichtsturm hin. Denke ich mal, weil ich finde, dass sich das Gelände hier für einen Aussichtsturm durchaus eignen könnte. Jetzt ist natürlich die Frage, wo mache ich am besten die Hütte hin? Also ich könnte sie natürlich jetzt hier irgendwo reinbauen. Oder was ich eher glaube, was ich machen werde. Das heißt, was ich glaube, was ich machen werde, wenn ich schon anfange, weiß ich sogar. Ich werde es ja wahrscheinlich sogar machen, ja. Durchaus im Bereich des Möglichen, dass ich das so mache. Dass wir hier nochmal einen Pfad rüberlegen. Und den dann quasi hier gehen lassen. Dann hier irgendwie so zu so einer kleinen Waldhütte führen. Die dann hier so einen kleinen Vorplatz hat oder so, keine Ahnung. Die Geschichte dahinter muss ich mir erst noch ausdenken. Aber ich finde die in Gedanken, eine Waldhütte in dieser Welt zu haben, sehr cool, sehr schön. Sagen wir das mal so. Lasse ich hier auch mal den Weg etwas breiter werden. Das ist jetzt am Ende hier so eine Fünfer Front haben. Das ist eine Sechser Front, ne? Ja, es passt schon. Aber ich werde eine Fünfer Front. Gut, ja. Tschüss. Ich sehe nur das nicht so, dass ich das einfach mit Dirt drüber bauen hätte können. Tun wir jetzt einfach mal so, als wäre das nicht möglich gewesen. Dann müsste hier ich eigentlich dann noch direkt einen kleinen Teich einplanen. Streng genommen. Was wäre so eine Hütte ohne kleinen Teich? Auf jeden Fall ein kleiner Bach muss da noch, ja. Es ist echt toll, seine Landschaft von Grund auf durchplanen zu können. Um da festzustellen, dass man zig verschiedene Dinge irgendwie da haben will. Also wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, dass ich einen Teich habe, ja, da braucht der Teich. Also ich will einen Teich und einen Bach haben, so. Dann ist jetzt das Logische. Ja, ich mache neben das Haus einen Teich. Und der Bach fließt in den Teich.
Das Problem ist, der Bach fließt. Das heißt, ich brauche ein Gefälle. Das heißt, ich muss dann in den...